Ja, Slalom, heute bin ich etwas unter Zeitdruck, deswegen hasseln wir da heute ein bisschen schneller durch. Ich habe mir natürlich wieder zwei Basen genommen, beziehungsweise eher so die letzten zwei Basen, die übrig blieben. Dementsprechend, ja, da ich auch nicht so viel Zeit zum Planen hatte, sind es heute wirklich mal einfachere Pläne. Beim ersten schwimmen wir in Queen Charge von 3 Uhr. Entweder hier in den Scatter rein oder spiegelverkehrt auf 12 Uhr in den Scatter rein. Eine Plimp oben drüber. Auf den Mono für den CC-Pull. Den King hier außen dazu zum Gegenfunneln und einfach mit den Hawks von 9 Uhr Richtung 12 und dann denke ich, sieht das ganz gut aus. Let's go! Okay, wir sind drin. Und jetzt, ja, das Einzige, was passieren könnte, wäre, dass mir die Queen jetzt irgendwie in das Mono-Compartment steppt, aber das halte ich tatsächlich für recht unwahrscheinlich. Die Teslas sind jetzt tatsächlich ein bisschen nervig, aber reinsteppen sollte sie mir auf keinen Fall. Der Mono ist getankt, das passt soweit, die Ice Golems kommen raus, Queen läuft Richtung 12 Uhr. Nein. Okay. So viel dazu. Die Ice Golems haben die Queen doch reingezogen, aber ja, außer dass jetzt beide X-Bögen gerade auf der Queen sind, weshalb ich einen Rage brauche. Ist es, glaube ich, nicht mal so schlimm. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, was die Queen gleich macht. Ob sie jetzt in Richtung Rathaus weiterläuft oder sich doch dafür entscheidet, in eins der beiden Scatter-Compartments reinzulaufen. Zweiteres wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Weil das Problem ist, wenn ich hier straight reinlaufe, dann sind beide Gifttürme auf meiner Queen. Und dann, ja, dementsprechend auch auf meinen Heilern. Das wird ein bisschen böse enden, wahrscheinlich. Das überlebst du, Queen, oder? Ja, sollte passen. Und sie sollte auch weglaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, perfekt. Das Problem ist, dass jetzt die Uhr schon ziemlich tickt. Und jetzt irgendwie meine Mauerbrecher nicht mehr so wirklich. Ah, doch, okay, der klappt. Aber die Uhr tickt halt trotzdem. Ich muss jetzt von hier unten rein. Das wollte ich eigentlich nicht. Das hat jetzt ein bisschen zu lange gedauert. Und der Mauerbrecher. Nein, der ist nicht durchgekommen. Was war das denn? Das gibt's doch gar nicht. Warden, 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 Warden. Es stirbt alles. Oh no. Oh no. Oh no. Bitte kein Monster. Hier einmal mit dem Freeze drüber. Der sitzt richtig gut. Die Queen überlebt das soweit. Das passt auch. Ja, aber es geht halt niemals durch. Dass die Ice Golems da die Queen reinziehen, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte wenn dann gedacht, dass sie direkt reinläuft. Wenn sie irgendwie reinläuft, aber die Ice Golems waren halt verdammt ärgerlich und jetzt zeigt genau das passiert, was ich verhindern wollte, dass die Queen da irgendwie die Heiler verliert. Aber wenn die Queen die Heiler nicht verliert, sieht es ehrlich ganz gut aus. So ist es halt jetzt. Ja, ein knapper Powerfail. Aber gut, wir gehen direkt in Hit Nummer 2 rein. So, auch hier ist der Plan an und für sich recht simpel, sofern die Plimp nicht gebaitet ist. Was ich ehrlich gesagt gar nicht glaube, weil man hier kein CC-Pull hat. Dementsprechend Plimp hier für X-Bow Multi. Queen Charge von 3 in den Scatter rein, weiter zum Rathaus. Der Grund, warum ich es von der Seite spiele, ist, weil die CC nicht kommen soll, wenn ich schon im Mono stehe. Also die CC soll davor kommen. Und dann ist der Mono hinterher nicht mehr so schlimm. Den King dann einfach wieder von oben mit dazu, spiele ich da rein, der soll den Warden, die Gladi rausnehmen, ein bisschen Schaden runternehmen. Und dann ganz classic die Hawks von hier unten für den Rest. Ich denke, das sieht ganz gut aus, sofern die Plimp nicht gebaitet ist. Und dementsprechend gehen wir direkt rein. Steht ein Tesla. Ich glaube nicht, dass da irgendwas dahinter ist. Perfekt, ja.
Der Babydrache bekommt den Minenwerfer nicht mehr ganz. Das wäre ganz geil gewesen. Aber der Bogi, der könnte es schaffen, oder? Ein Schuss noch? Oder auch zwei? Ja, jetzt passt's. Blimp hat alles bekommen, ohne dass wir da in Rage investiert haben. Bisher sieht's gut aus. Ich habe halt nur noch einen Kokolun, da muss ich jetzt ein bisschen sparsamer umgehen. Na gut, aber der hat wenigstens was getroffen, dann muss ich den anderen auch direkt nochmal spielen. Okay, jetzt habe ich ja halt keinen Kokolun mehr, was ein bisschen kritisch ist. Aber soweit scheint nach wie vor alles zu passen. So, nächster Rage. Und Lucky mit dazu. Hier oben. Ich spiele gleich mal zwei Headhunter mit dazu. Mauerbrecher sollten auch passen. Nochmal ein Headhunter für die Queen. Und dann der nächste Rage. So, mittlerweile können wir dann auch schon langsam mit den Superhawks starten. Oben der Queen geht es nach wie vor gut. Nächster Rage bei der Queen. Nächster Rage bei den Hawks und den Wardens. No way! No way! Ach, es kracht so sehr. Also diese CWL ist aber auch verflucht. Ich habe den Warden für nichts gezündet. Wie kann denn das sein, dass der da nicht gefolgt ist? Aber egal, noch ist nichts over. Wir freezen das beides hier einmal. Ich habe immer noch die Gladi-Fähigkeit und den Invis. Den Invis muss ich jetzt nutzen. Ich habe den Warden so geswaggt. Komm schon, Queen, überleb das. Queen, du musst das überleben. Es geht nicht ohne dich. Ja, okay, jetzt ist sie gestorben. Jetzt ist die Frage, kriege ich das durch? 22 Sekunden, die Uhr tickt. Die Uhr tickt so sehr. Und der King wird noch richtig viel Zeit kosten. Ich habe noch den Headhunter. So, jetzt der Headhunter mit dazu. Pusht euch, bitte. Das kann nicht sein, dass es jetzt Time hat. Das kann einfach nicht sein. Komm schon. Boah, okay, das war so ultra knapp. No way, der Hit war so clean, bis auf die Warden Ability. Aber gut, letztendlich wurden es drei und damit beende ich das Video, glaube ich, zum ersten Mal in dieser CWL mit guter Stimmung. Dementsprechend hoffe ich, es hat euch gefallen. Haut rein, ciao, ciao, bis morgen.